Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin einmal heute wieder bei Angel im Freizeithof in Langlitz beim lieben Eugen. Und wir sind heute einmal mit Frank hier. Frank, der sitzt einmal neben mir. Und wir wollen heute einmal probieren. Der Eugen hat ja jetzt, wie ich angekündigt habe, im ganzen Oktober wirklich in diesem Teich wird er nur Lachsforellen besetzen. Und jetzt gerade wirklich jeden Samstag im Oktober 400 Kilo Lachs Event. Und den Besatz verteilt er natürlich auf beide Teiche. Aber der Teich ist ja sowieso, da wird ja eigentlich fast nur Lachsforellen besetzt. Drüben kommen ja noch weiterhin Portionsforellen teilweise und Störe. Aber auch vermehrt eher lieber die Größen, also größeren. Also wenn ihr da Lachsforellen fangen wollt, es kommt ja jetzt die Zeit der Herbst, seid ihr hier genau richtig. Und wir haben heute uns die Plätze 1 und 2 reserviert. Also am besten ist wirklich anrufen und man kann hier Plätze reservieren. Da braucht ihr nicht so früh kommen und gerade auch wenn viele kommen ja auch hier, gerade aus NRW, habe ich schon mitbekommen. Und von daher ist es ganz einfach, den Platz reservieren und dann muss man die lange Fahrzeit nicht überbrücken oder nochmal 2 Stunden vorher kommen, sondern man kann wirklich pünktlich herkommen und kann angeln. Ich werde heute mit 2 Routen angeln. Einmal eine mit Bodentaste auftreibend und einmal aktiv, entweder mit der Pose oder mit Gummiködern. Spoon ist einfach noch viel zu schnell. So, und von daher will ich es probieren. Wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und Eugen muss jetzt gerade den Rasenmäher anmachen. Und wenn ihr noch welche Fragen habt, ab damit in die Kommentare, Like da lassen und kostenloses Abo. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Auf Weiß. Franco Benko mit den ersten Fischen im Ball. Kleinen Lachs, aber lebendig, ne? Okay, ja. Aber du. Frank, du bist schon in Action. Ja. Die macht schön Attacke hier. Doch. Ja, die. 1,5 Meter habe ich eingestellt, ne? Coaching mit Frank, leider passiert ihm das auch. Der Buschmann. Probieren wir einfach mal, manchmal lose lassen, manchmal kommt er raus. Ja, mach mal. Ah, ist er raus? Nee. Nee? Hm. Kriegst du raus gleich. Frank hat sie rausgelöst. Ja. Jetzt gehen wir rüber zu dir. So Leute, ja, ich fange mit Libralure an. Ich bringe den, das ist ja einmal der in Glow. Ich mach den mal, wie man sieht. Ja, wir haben schon relativ hell und der, aber ich weiß nicht, was mit der Lampe los ist. Irgendwie ist da, die funktioniert nicht mehr ganz so richtig. So, aber man sieht, er leuchtet, also Glow nehmen, ab dafür. So, und ich habe hier wieder mein Blei. So 50 cm auftreiben. Frank hatte ja gerade seine erste gefangen. Und ja, ab dafür. So, los geht's. So Leute, ja, also ich fange erstmal mit dem Orangen an. Also wir haben es ja noch relativ dunkel. So, und dann dachte ich, komm, probier's mal aus. Also die Standköder, die fangen. Schöne Grüße gehen an Eduard drüben. Ja, der hat ein paar Videos von mir geguckt und jetzt hat er schon die 2. nacheinander rausgehauen, aber mit Libralure, grundauftreibend. Von daher, ich will versuchen, sozusagen da einmal aktiv. Ich muss vielleicht mal Ja, ich hatte die Standrute da rechts hingesetzt, neben dem Busch und hatte da jetzt angefangen mit Gummiköder zu angeln. Erstmal mit Orange und der Edward, der hatte gleich innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten 2 Fische gefangen, bevor überhaupt irgendwo Fisch rausgekommen ist, hat er gleich 2-mal losgelegt und deswegen wollte ich es da auch dann erstmal so in der Nähe mit den Gummiködern probieren. Oh. So, ja, dran. Alles gut. Ich geh nach hinten, das ist eine kleinere.
Ja, warte, alles gut. Ich muss so. Achso, wenn du mir den Kescher geben kannst. Oh. Ah, weg. Nein. Oh nee. Ah, ich bleibe bei dir auch rein. Oh nee. Ja, die haben Dampf. So Leute, ja, Volkskühl war mein 50er in diesem Rot. Das ist ja so eine Art, ja, ich habe noch nicht ganz die Farbe raus, aber 50 mm Köder und wirklich bis zum Grund absinken lassen. Zwei, dreimal ist er fischt und drauf, aber leider ausgestiegen. Ihr habt ja gesehen, Bremse war vernünftig eingestellt. Ist momentan leider so, viele reißen die Fische ab. Also die machen Spaß, die haben ein bisschen Power, aber einige Angler reißen leider die Fische ab und das ist deswegen ganz wichtig, immer Bremse einstellen. Und Eugen hat leider die Probleme, dass momentan einige nicht vernünftig mit der Bremse umgehen. Deswegen, ich habe die immer eigentlich Standard eingestellt und gerade bei den besseren Rollen ist es so, die funktionieren. Merke ich einfach etwas. Darum stelle ich ja auch immer, ihr sagt immer, ja, du fummelst zu viel an der Bremse, tue ich. Aber einfach da entgegenzuwirken, ich will den Fisch nicht verlieren, ich will ihn nicht abreißen. Und ja. So, probieren wir nochmal. Das war eine schöne, kleine, so 1,5 Kilo ungefähr. Aber ja, die Farbe gewechselt und gleich ein Biss resultiert, aber der Fisch ist ausgestiegen und das sind halt die Fische, geben Gas und alles gut. Wenn ihr Interesse an den Ködern habt, schaut mal eBay Kleinanzeigen Bock auf Forelle, da kriegt ihr die und ich machte erstmal ein paar Würfe weiter, aber erstmal bekam ich nur noch so ein, zwei kurze zaghafte Anbisse. Oh. Nee, ich hatte gerade mein Libralur dann im Baum fast im Baum geworfen. So Leute, ich habe ein bisschen auf Libralur, ja, ich habe gewechselt. Chartreuse, Frank, gewechselt Chartreuse, das hat nicht lange gedauert. Ja, und Libralur auch, schöne alles Grüße gut. Geht an Edward raus. Ja, ich hatte gesehen, er hatte seine beiden Fische auf Chartreuse gefangen, Libralur, oh, in Käse. Ja, ja. Und so hatte ich das auch umgestellt und es hat nicht lange gedauert. Ja, ich habe ihn schon drin fast. Genau, zieh mal deine Pose raus. Die will in Richtung deiner Pose. Ja? Ja, ja. Das ist, die haben Power. Oh. Alles gut. Fast so. Nee, nee, alles gut, Eugen. Und das ist halt, was ich eingangs sagte. Die Fische machen, geben echt Gas und die wollen halt immer wieder in die Hindernisse rein. Ich habe dir nachgemacht, Edward. Sie abhalten und wenn sie Fluchten machen, die Bremse richtig einstellen. Chartreuse, das was du drauf hattest. Halber Meter. Chartreuse aber. Ich habe auf Chartreuse gewechselt. Sofort. Oh Mensch, die... Oh.
ist er herrlich. Schöne Fische. Ja. Danke. Oh. So Leute, ja, jetzt hat es mal mit dem ersten Fisch geklappt und jetzt auf Stand und gleich hier so eine super schöne Lachsforelle. Also die machen echt Spaß, die Biester, und habe ich schon bei Frank gesehen, die kleineren selber auch an der Ultra-Light-Route gleich reingelegt, die Fische, und von daher, ich muss mal gerade gucken, also das ist der Sucher. So ein bisschen, ja, ich muss ja noch ein bisschen mit der neuen Kamera ein bisschen rumexperimentieren, von daher, wenn da so ein paar kleine Fehlerchen sind, seht mir das nach, aber momentan heißt es Fische fangen und solche geilen Tiere, und ja, ich zeige euch mal eben den Köder. So Leute, ja, Erfolgsköder Libralure, Chartreuse, Pink Chartreuse, und ja, so, was habe ich tief gestellt, so 50 cm von unten und wirklich hier so, ja, einfach hier an der Buschkante ran, weil ja, stört mich so ein bisschen mit dem der Standroute, deswegen habe ich die so ein bisschen rechts positioniert, also so nah wie möglich am Busch. Einmal ist der Hotspot ja da vorne sozusagen, weil da wird das ja Wasser reingelassen, die Fische stellen sich da mal hin, und einmal kann ich mit dem Gummiköder dann hier so ein bisschen angeln. Von daher, ja, angeln wir weiter. Ah, Edward mit der dritten jetzt im Drill. Der hat heute den. Mach mal Winke, Winke! Ja, Petri, die dritte, ne? Nachdem mit den Gummiködern nichts mehr kam, nicht mal wirklich ein Anbiss oder sonstiges, also man hatte einfach gemerkt, die stehenden Montagen, das waren momentan einfach die besten Montagen, und deswegen also ein Wechsel auf Powerbait und damit auch mal so ein paar Würfe gemacht, einmal nach rechts so am Busch entlang so ein bisschen auch, und aber auch mittig, mitten rein, weil da hatten wir auch ein paar Fische gesehen. Ich habe es dennoch nochmal mit Gummiködern probiert, aber ich dachte mir, komm, baust du gleich die Posenmontage auf, stellst mir das erstmal auf, ich musste erstmal ein, zwei andere Sachen machen. Ja, ich habe Powerbait dran gemacht und sofort. So Leute, ich hatte gerade ein Biss was anderes aufgefilmt, und ja, Fisch steht. Ja, einfach stand die da. Ich habe gesehen, da stand eine immer weit relativ weit. Wechsel auf Powerbait. Da waren gerade noch zwei, drei Fische, Frank. Ja, einmal den Tipp vom Betreiber angenommen. Ich hatte mit Eugen so ein bisschen gesprochen, geschnackt gehabt, und er hatte mir so ein bisschen erzählt, was in letzter Zeit gut lief. Aber ich hatte auch meine Augen aufgehalten und ich hatte immer gesehen, die kamen da vor dem Steg alles hoch. Also da positioniert. Bin ich raus da bei dir, oder? Und es hat nicht lange gedauert. Ja, naja. Gewusst wie. Denke ich mal ein bisschen hier rüber. Aber siehst du, stehen geblieben, einfach stumpf stehen geblieben da unten. Ja. Aber Eugen hat mir gerade gesagt, Kiwi funktioniert. Und drauf gemacht und boom, sofort. Da bin ich relativ. Ja. Wo will die denn hin? Immer an den Rand. Krumme Route. Läuft die Kamera? Jetzt.
So, jetzt ist er. Ja, jetzt geht er. Bitte, Dank. So, Leute, und es hat die nächste geklappt. Also auch wieder schöner Okolyt. Also echt super Fische, schöne Farbe, machen Spaß. Also wirklich, die geben Gas. Nachbarn, die haben, ja, die Nachbarn, relative Anfänger, die haben da eine ausgeschlitzt oder die zweite, glaube ich sogar. Passiert halt leider am Anfang. So, Frank, der ist gerade, wir zeigen so ein bisschen jetzt gerade mit der Bremse, wie man arbeiten muss, weil diese Fische, die geben Gas und ja, da muss man so ein bisschen mit der Bremse arbeiten. Und ihr seht ja auch, ich habe jetzt hier relativ lose gestellt, mit den Fingern gearbeitet, in eine Schnur gegriffen. Einfach ein bisschen lieber, ich spiele zum Beispiel oder arbeite lieber mehr an der Bremse rum, aber dafür kriege ich diese Fische und ich zeige euch mal eben den Volksköder, weil ich hatte mir überlegt, so, ich hatte mit dem Eugen gesprochen und er hat gesagt, ein Powerbait funktionierte hier die letzte Zeit ganz gut raufgemacht und das hat nicht lange gedauert, bis der Fisch da raufgegangen ist. So Leute, ja, Köder war Powerbait, Kiwi, ich hatte gerade von Eugen gehört, Kiwi haben die ganz gut gefangen die letzten Tage und ich war drüben eben noch mal so ein bisschen, Fisch wollte ich da, die haben dann schön Fisch gefangen, echt einen großen und ich hatte das einfach hier so stumpf abgelegt gehabt. Jetzt hat sich das ein bisschen verschoben, das Blei. Einfach hier an der Kante liegen gelassen. Ich hatte auch gesehen, hier kamen die Fische hoch und dann ich denke, ach komm, lässt du mal liegen. Und im nächsten Moment ist das Ding abgezogen und ja, einfach hier so ein bisschen auch 70 auftreiben vom Grund. Ja, also Stand ist momentan am besten und ich habe es immer wieder nochmal mit den verschiedenen Methoden aktiv probiert. Aber heute war einfach wirklich der Tag, wo man gemerkt hat, passiv war am besten. Weder die Gummiköder, verschiedene Farben, auch verschiedene Größen und verschiedene Formen, noch das Powerbait brachte wirklich an dieser Stelle aktiv Fisch. Ich hatte gemerkt, links in der Ecke zum anderen Teilchen, da standen ein paar aktive Fische. Aber hier bei uns ging aktiv soweit erstmal nichts. Zum Mittag, so Anfang des Nachmittags, wurde es wesentlich ruhiger und einige hatten schon Feierabend gemacht. Wir sind dann so ein bisschen weiter, also ich bin weiter links rüber gegangen, hab's hier nochmal mit Gummiködern probiert. Wo? In der Nähe von Hamilton. Und zum Nachmittag hin hat so ein bisschen Frank seine Stunde geschlagen. Er hatte morgens natürlich auch Fisch gefangen, aber ich hatte ihn so nicht richtig abgefilmt. Ich weiß nicht, wie viele Fehlbisse und Poller und oh, dann in die Leine rein. Weil die aber probieren, wie viel Poller die Fische. Sobald du den Anschlag hast, wenn du die Bremse nicht. Frank, was sagst du? Oh, noch ist er nicht raus, aber ist okay, sind tolle Fische, wirklich. Mal wie die Gas geben hier. Das liegt daran, weil ich Konrad Stöcke geguckt habe. Stimmung. Hier siehst du den Köder, ja, ne? Lieber nur gelb. Was schimpft sie? Was hat sie geschimpft? Ich weiß nicht. Ja, komm. Das sind schöne, kampfstarke Lachse. Jawohl, jetzt hat sie verloren. Eingelöffelt. Chef. Alter, das war ein Schlachtschiff, oder? Ja. Hieß, ja. Aber erst nach Mittag, was Eugen gesagt hat, ne? Die dicken Fische kommen erst nach Mittag raus. Ja. Achtung.
Ja, gelben Libralur, ne? Gelben Libralur wieder. Gelb, ja. Du schattfrös gelb war das. Die ist gut. Und eine halbe Stunde später die nächste. Ja, ich hatte große Teile des Drills nicht mitbekommen, weil ich ein bisschen woanders war. Aber das war die Größe des Tages von Frank heute. Dann stirbt der hier 1000 Tode, ne? Weil so ein Fisch, der ist ja noch links nicht besiegt. Es geht dann immer der Arsch, dass man so abreißt, aber der größte Fehler wäre jetzt, die Bremse zuzumachen und auf Vorruf. Dann reißt du garantiert ab. Ja. Da muss man einfach dann auch die Eier, sag ich mal, haben, den Fisch auch mal laufen zu lassen. Das geht natürlich nur, wenn man so nette Nachbarn hat, die auch ihre Rute mal rausziehen. Ansonsten wird es schwierig. Ne? Wenn jetzt jeder da seine Rute mit reinhält, dann ist der Fisch weg. Guckst du dir an, ein schöner Fisch. Jawoll, Alter. Ja, geil, ja. Die hat 4 Kilo plus. Alter Schwede. Alter. Jo. So, Frank, der schöne Fisch. Ey, schöner Fisch hier. 4 Kilo plus. Ja. Hat richtig Action gemacht auf dem Libra, mitten im Teich auf 2 Meter aufsteigend. Boah, und wie gesagt, Bremse schön laufen lassen, spielen lassen. Die Nachbarn haben alle mitgezogen. Vielen Dank nochmal an alle. Der ist eigentlich tot. Ja. Ne? Und ja. Und dann konnte man sowas dann auch mal gewinnen. Ne? Ja. Geil, ich freue mich. Zum Nachmittag war die Anlage immer noch sehr gut besucht und ganz wichtig ist, wenn ihr angeln kommen wollt, vorher einmal anrufen, da könnt ihr Platz reservieren. Und wie immer, mein Material, das findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Interesse an meinen Ködern, Spoons, Gummiködern habt, schaut mal bei eBay Kleinanzeigen Bock auf Forelle, da findet ihr das. So, Leute, haben Feierabend. Ja, war kein einfaches Angeln heute. Nee, gar nicht. Ne? Das haben wir gemerkt. Also ganz, du hast ja heute Morgen noch Vollmond. Ja, Vollmond. Wir haben ja die Theorie, dass Vollmondnächte, da sind die Fische ja teilweise nachts unterwegs und oder besser gesagt aktiv und morgens, genau, tagsüber eher weniger. Und jetzt zum Nachmittag merkt man das, die werden wieder aktiver. Also morgens und Beißphase, 2 Stunden, 2,5. Dann war wenig und zum Abend, zum Nachmittag, da konnten wir noch was fangen. Genau. Da war vorbei. Also ja. Jetzt für uns, wir haben noch einen Fisch. Ja, genau so. Und tolle Fische. Ja, super Fische hat Eugen wieder gehabt. Ich habe Libralur auftreibend, grün, chartreus und gelb. Ja, das waren die Farben. Und Powerbait Kiwi funktioniert. Und Lamsange mit Schleppen. Wenn Schleppen, dann Lamsange und weiße Köder. Wirklich reines weißes Powerbait. Weiß auch, ja. Genau, das hat ja auch funktioniert. Und ja, Eugen hat wirklich momentan super Fische. Den ganzen Oktober ist der Teich 1. Da sind nur Lachsforellen drin. Also was ich sagte, für die Leute, die Lachsforellen haben wollen, geht an den Teich 1, an den kleineren. Und vor allem, was man noch sagen muss, die haben zwar ein paar Rogenstränge gehabt, die Fische, aber trotzdem waren die Filets echt noch schön dick. Ja. Sodass ich da Graf Lachs draus machen kann oder Stremel oder. Also das war schon klasse. Ja. Tolle Fische. Genau. Vielleicht sieht man sie auf Anlage. Ja. Wie immer, wenn ihr noch welche Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentiert und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.